Urdhva Paschimottanasana ist die obere Rückendehnung. Paschima heißt eigentlich Westen. Westen steht auch für hinten. Und so ist die hintere Dehnung. Und Urdhva bezieht sich darauf, dass du ein Bein etwas höher hast. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier gib ein Bein hinter den Kopf oder hinter den Nacken. Dann beuge dich nach vorne, fasse mit beiden Händen an den Fuß und so bist du in Urdhva Paschimottanasana, auch genannt Urdhva Paschimottanasana.